Wir kommen zur nächsten Kategorie und da sind wir ganz ehrlich gesagt positiv überrascht, dass es da überhaupt einen Preisträger gibt. Es ist nämlich der Autorenpreis für das beste Stück. Ja, und irgendwie hätten wir doch vermutet, dass es mittlerweile aus Budgetgründen gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Theaterdirektoren ausschließlich rechtefreie Prosawerke für die Bühne bearbeiten dürfen. Ja, und dass diese Theaterdirektoren dann mit sich selber, für sich selber dann die Bearbeitungsthemen aushandeln, auf fairer Basis, dass am Ende dann keiner überbleibt, ne? So war's üblich. Umso mehr freuen wir uns, jetzt ankündigen zu dürfen und jetzt platzt die Bombe. Es gibt tatsächlich noch Theater, die Stücke von lebenden Autoren teilweise auf die Bühne bringen. Und deswegen gibt es erfreulicherweise auch immer noch auszeichnungswürdige Dramatiker. Und der Sieger des heurigen Jahres wird jetzt vorgestellt. Bitte, da ist er. Da, genau. David Craig für Die Ereignisse. Schauspielhaus Wien. Als er so alt war wie ich, hatte Gavrilo Princip bereits den Schuss abgefeuert, der den Ersten Weltkrieg auslöste. Wenn ich eine Spur in dieser Welt hinterlassen will, dann muss ich es jetzt tun. Ich habe noch eine Kugel. Ihr seid zwei. Um meinen Stamm zu beschützen. Zur Verteidigung des Stammes muss Blut vergossen werden. Wen meint er? Wer ist der Stamm? Hunde? Langobarden? Bajuwan? Neandertaler? Das weiß keiner. Er weiß es. Ist das wichtig? Natürlich ist das wichtig. Verdammt nochmal! Wie kann ich ihn hassen, wenn ich ihn nicht verstehe? Dann jauchzt mein Herz. Weg. Dankeschön. Wir übergeben nun für alles Nähere an Ramin Gray, der nicht nur der Uraufführungsregisseur ist, sondern auch der Laudator des heurigen Preisträgers. Meine Damen und Herren, Ramin Gray. Good evening, ladies and gentlemen. Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch. Ich bin Ramin Gray, künstlerische Leitung der Londoner Actors Touring Company. Und ich wurde gebeten, ein paar Worte über David Craig zu sagen. David wurde 1969 in Schottland geboren, wuchs aber hauptsächlich in Nigeria auf und kam erst als Teenager wieder nach Hause. Diese prägende, geradezu brechtische Erfahrung von Verfremdung durchzieht seine gesamte Arbeit. Er studierte Englisch und Theaterwissenschaft an der Universität von Bristol, wo er einer der engsten Freunde und Mitstreiter von Sarah Kane war. Später gründete David eine Theatergruppe, wurde Autor, Übersetzer, Librettist, Dichter und neuerdings politischer Aktivist für ein unabhängiges Schottland. Ja. Während er für uns die Ereignisse schrieb, arbeitete er auch mit Sam Mendes am Buch für das West End Musical Charlie. Nur damit Sie einen Eindruck von der Bandbreite seiner Arbeit bekommen. Am 22. Juli 2011 erschütterte Anders Breivik mit seiner Tat die norwegische und europäische Gesellschaft und warf uns auf die Frage zurück, wie können wir zusammen leben? Die Ereignisse ist nicht nur ein Stück über Gemeinschaft, sondern auch ein Stück Gemeinschaftsarbeit. Die Unterstützung dieses Projekts durch Andreas Beck und seine Dramaturgin Brigitte Auer vom Schauspielhaus Wien war essentiell. Außerdem trugen die künstlerische Leiter Kai Jonsson
und Else Arnensen sowie ihre Dramaturgin Oda Radur aus Norwegen maßgeblich zu dieser Arbeit bei. Auch mein Team von Actors Touring Company in London, ich muss erwähnen, Nick Williams, Anja Obolevich, Pauline Kalinina und Jess Banks. Zusammen mit David Lahn vom Londoner Young Vic entstand diese einzigartige österreichisch-norwegisch-englische Partnerschaft. Die Ereignisse ist eine europäische Antwort auf eine europäische Frage. Die Form des Stückes ist ungewöhnlich. Bei jeder Vorstellung wirkt ein neuer Laienchor mit. Und so möchte ich last but not least dem Komponisten John Brown danken für seine inspirierende Provokation und natürlich seine Musik. Rückblickend stelle ich fest, dass David über eine perfekte Kombination von Fähigkeiten für dieses Projekt verfügt. Er ist Mensch, von enormer Sensibilität, Humor und Mitempfinden. Er besitzt sowohl moralische und politische Intelligenz als auch aufrichtige Offenheit gegenüber der Möglichkeit, dass er sich irren könnte. Oft hat er Furcht davor, dieses Stück zu schreiben, damit vergleichen, einem riesigen, dunklen Berg gegenüberzustehen und wissen, dass er ihn besteigen muss. Und zum Glück für uns hat er ihn bestiegen. As David cannot be here tonight, I'd now like to invite Andreas Beck, Intendant of the Schauspielhaus Wien, to join me up here to accept the prize on David's behalf. Thank you very much. Wenn ihm jetzt gleich die Strumpfhalter platzen, aber David hat einen Brief geschrieben, den ich verlesen soll. Wir haben ihn im Team ganz frisch übersetzt, so müssen Sie jetzt auch nicht mein schlechtes Englisch hören. Es kommen gleich zwei schottische Worte vor, verzeihen Sie mir jetzt schon die Aussprache. Also, die Ereignisse ist eine Parabel über das Böse, aber in seiner Entstehung war die Arbeit daran dennoch eine Stärkung für meine Seele. Ich habe in Fragmenten geschrieben, weil ich nur so auf die Menge und das Ausmaß dieses Stoffes reagieren konnte. Nach einigen Tagen des Schreibens übergab ich Ramin Gray einen Stoß Textseiten. Mit großer Sorgfalt und viel Geduld half er und der Komponist John Brown mir dabei, diese Fragmente zu einem Stück zusammenzufügen. Auch die Dramaturgin Brigitte Auer oder Oda Radur unterstützten mich sehr. Ich bin ganz besonders glücklich, denn bei meiner Premiere gab es nicht nur zwei, sondern gleich sechs großartige Schauspielerinnen. Die Briten Neven und Rudi, die Norweger Heidi und Rolf und natürlich vom Schauspielhaus Franziska Hackel und Florian von Manteuffel. Alle haben geduldig daran gefeilt, die lokalen Zwischentöne zu entdecken und einen eigenen Rhythmus zu finden. Aber das Spezielle dieser Produktion waren und sind die vielen, vielen Chöre. Ich danke den Chören überall auf der Welt, die diesem Projekt ein emotionales Fundament gaben. Sodass ich schlussendlich sagen muss, die Ereignisse, mehr als jedes andere meiner Stücke, ist das Produkt einer Teamarbeit. Ich möchte mich besonders bei vielen Menschen in Norwegen bedanken, die mir von ihren Erfahrungen des Terrors und der Vergebung berichteten. Allen voran Björn Ihler, einem Überlebenden von Utøya, dessen Gedanken eine sehr zentrale Rolle im Stück spielen. Ich bedanke mich natürlich auch bei Nick Williams und der Actors Touring Company, der Truppe, deren Glaube und Geduld das Projekt am Leben erhalten hat. Ich bedanke mich bei Andreas Beck und dem Schauspielhaus, dass das Stück in Wien produziert werden konnte und bis heute noch zu sehen ist, am 16. Dezember zum Beispiel. Und beim Braga Theatret, dass das Stück in Norwegen auf die Bühne brachte. Ich schreibe diese Nachricht an einem kleinen Küchentisch in einem Cottage in Rennoch-Moor in den schottischen Highlands. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich das vom Nebel überzogene braune Moor. Es ist derselbe Platz, derselbe Tisch, an dem ich vor 2 Jahren begann, die Ereignisse zu schreiben. Am Ende des Stückes singt der Chor den Refrain und alle sind hier, wir alle sind hier. Es ist ein wenig bitter, dass wir gerade heute nicht alle hier sind, also ich zumindest. Und das tut mir sehr leid. Es ist mir eine sehr große Ehre, den Nestroy-Preis zu erhalten und ich hätte diesen Anlass gerne mit Ihnen und euch gefeiert.
Andererseits bin ich froh, Ramins Laudatio nicht mit anhören zu müssen, da wir so sowas immer die Schamröte der Verlegenheit ins Gesicht treibt. Ich hoffe, er hat Ihnen auch erzählt, wie oft ich frustriert war und wie ich geflucht und gejammert habe. Daher lassen Sie mich heute Abend hier am Küchentisch mein Glas Whisky auf die Ereignisse, auf Wien, auf Ramin und euch alle erheben. Slaint Mohor. It's out. It's out. Thank you very much.